Herzlich willkommen auf Team Football. Heute gibt es mal die Prognose zum ersten Bundesligaspieltag und ich würde sagen, fangen wir auch schon direkt an. Viel Spaß. Also, das erste Spiel am Freitagabend wird das Spiel Frankfurt gegen den FC Bayern sein. Letztes Jahr hat Frankfurt den FC Bayern ja geschlagen. Ob das dieses Mal auch so sein wird, bin ich mir nicht sicher. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, Frankfurt hat durchaus Chancen und auch Bayern, finde ich, hat gegen Leipzig im Supercup zwar ein gutes Spiel gemacht, aber vor allem in der zweiten Halbzeit sah es da teilweise defensiv nicht so gut aus. Und Frankfurt hat auch echt ein starkes Spiel jetzt im DFB-Pokal gemacht. Also ich tippe da auf ein 2:2 bei Frankfurt gegen Bayern. Und ich denke, ein Tor wird Kostic machen bei Frankfurt und das andere da wahrscheinlich Boré oder so. Oder Kamada. Ich denke eher Kamada, also Kamada und einmal Kostic. Und bei Bayern, denke ich, wird es einmal Gnabry sein und einmal Coman. Das nächste Spiel wäre dann das Spiel Bochum gegen Mainz. Bochum hatte ja letztes Jahr eine sehr gute Saison für einen Aufsteiger. Mainz hatte auch eine ganz gute, solide Saison. Aber ich glaube, das würde am Ende in einem 1:1 enden, weil sowohl Mainz als auch Bochum haben beide gute Kader. Aber ich denke, ein 1:1 wird da auf jeden Fall realistisch sein. Bei Gladbach und der TSG, auch ein sehr interessantes Duell, würde ich ehrlich gesagt auf ein 2:2 tippen, weil beide Mannschaften haben einen neuen Trainer. Bei Gladbach ist die Mannschaft so gut wie gleich geblieben. Ich finde, Gladbach hat eigentlich einen guten Kader. Die TSG hat eigentlich auch einen ganz guten Kader. Raum geht jetzt. Vielleicht kommt noch Angelino irgendwie so per Laie. Und Grischa Prömmel ist ja auch zu der TSG gewechselt. Grischa Prömmel haben sie meiner Meinung nach auch einen guten Mittelfeldspieler verpflichtet. Aber ich glaube, weil beide Teams eben noch nicht so eingespielt sind mit den neuen Trainern, denke ich am Ende, dass es auf ein 2:2 auslaufen wird. Als nächstes kommen wir zum Berlin-Derby. Der FC Union Berlin gegen Hertha BSC. Union hat ja eine ziemlich starke Saison gespielt. Hertha am Ende noch in die Relegation. Allerdings haben sie sich da dann gerettet. Wenn ich jetzt tippen würde, würde ich ehrlich gesagt auch auf ein 3:1 von Union tippen. Weil Hertha hat ja auch wieder einen neuen Trainer. Und ich denke, das ist alles noch nicht ganz so gefestigt. Ich denke, am Ende wird es wieder Union für sich entscheiden. Wolfsburg gegen Gladbach. Wolfsburg hat eigentlich einen ziemlich starken Kader. Dafür haben sie letzte Saison ein bisschen wenig rausgeholt, finde ich. Also da wäre locker mindestens 8., 9. oder sowas drin gewesen. Am Ende war es ja nochmal ein bisschen schlechter. Gladbach hat aber auch eine starke Saison in der zweiten Liga gespielt. Also ich glaube, Wolfsburg hat den besseren Kader, hat jetzt auch einen neuen Trainer mit Niko Kovac. Also ich glaube, am Ende wird es knapp ein 2:1 für Wolfsburg werden. Und dann gibt es noch das Spiel FC Augsburg gegen den SC Freiburg. Ich glaube, Freiburg hat letzte Saison eine sehr gute Saison gehabt. Ich glaube, sie wird etwas schlechter sein als dieses Jahr. Vielleicht nicht Tabellenfünfter, sondern eher so Siebter oder irgendwie sowas. Beim FC Augsburg, die waren ja letztes Jahr, sind sie ganz knapp dem Abstieg noch entkommen. Ich glaube, die Saison wird trotzdem schwierig für sie. Und wenn ich es jetzt so sagen könnte, dann würde ich auf ein 2:0 für Freiburg tippen. Und beim Topspiel am Samstagabend, Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, auf jeden Fall ein mega interessantes Match. Bayer Leverkusen hat ja eine gute letzte Saison gespielt. Sie haben auch echt einen starken Kader mit Diaby, mit Patrick Schick und Würz, der jetzt allerdings verletzt ist aktuell. Und Klojek hat man sich ja auch noch dazu geholt. Aber es gab ja jetzt leider schon bitteres Ausscheiden in der ersten Runde des DFB-Pokals. 4:3 ist man da ausgeschieden. Ich denke, das wird Bayer Leverkusen, ich denke, am Anfang schon etwas drosseln. Na gut, vielleicht wird sie auch übermotivieren, man weiß nicht. Dortmund, nicht so die gute Vorbereitung mit der Niederlage gegen Valencia und Villarreal. Und Haller gab es auch noch den Schock mit dem Tumor. Allerdings finde ich, dass sie gegen 1860 im Pokal schon ganz schön gezeigt haben, was sie drauf haben. Malen hat sehr stark gespielt, auch ein Adeyemi. Finde ich, hat für sein erstes Pflichtspiel die ganze Sache ordentlich gemacht. Klar, ein richtiger Stürmer fehlt jetzt ohne Haller. Aber ich glaube, Dortmund wird es am Ende für sich entscheiden. Ich glaube, es wird ein 3:2. Ja, Leipzig-Stuttgart. Jetzt kommen wir zum VfB und den Leipzigern. Also Leipzig, finde ich, hat gegen Bayern gezeigt, dass sie es auf jeden Fall können. In der zweiten Halbzeit kamen dann Olmo und Silva, zwei Leistungsträger rein. Ich habe sowieso nicht verstanden, wieso die nicht von Anfang an gespielt haben. Also wenn Leipzig in Top-Besetzung spielen sollte, wird es auf jeden Fall schwer für Stuttgart. Stuttgart hat eine gute Vorbereitung gespielt mit dem 5:2 gegen Valencia,
3:2 gegen Zürich und 2:1 gegen Brentford. Und jetzt mit dem Sieg im DFB-Pokal finde ich auch nochmal ein bisschen, wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen. Allerdings denke ich, es ist unheimlich schwierig gegen die Leipziger zu gewinnen, weil die haben schon einen starken Kader. Also, wenn ich jetzt tippen würde, dann würde ich eigentlich auf ein 2:1 von Leipzig tippen. Ich würde mir ehrlich gesagt ein 1:1 oder ein 2:1 oder ein 2:2 wünschen. Allerdings glaube ich, dass es am Ende der Sieg für Leipzig wird. 2:1 für Leipzig. Und jetzt am Ende kommen wir noch zur Partie Köln gegen Schalke. Schalke ja aufgestiegen aus der zweiten Bundesliga. Starke Saison gespielt, auch mit Torode und allem. Köln hat auch ein sehr starkes Jahr gehabt. Ich glaube aber nicht, dass sie dieses Jahr so stark spielen. Ich denke, sie werden so eher so schon in der unteren Tabellenhälfte aufzufinden werden. Nicht unbedingt im Abstiegskampf, aber vielleicht eher so, vielleicht 9., 10. irgendwas so um den Dreh. Am Ende, glaube ich, wird es ein 2:1 für Köln, weil es ist zu Hause in Köln und Schalke ist schon gut, denke ich, aber am Ende, denke ich, wird es einfach schwierig, gegen so eine Bundesliga-Mannschaft als direkter Aufsteiger zu gewinnen, obwohl man schon einen guten Kader hat. So, das war's mit dem Video. Schreibt gerne mal eure Tipps in die Kommentare. Und wenn ihr keine weiteren Analysen und Transfer-Updates mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein spannender Bundesliga-Auftakt in die Saison. Bin auch mega gespannt auf Frankfurt, aber auch auf Bayern mit den ganzen neuen Spielern und auch auf Dortmund mit Adeyemi, Schlotterbeck, Süle. Auch wenn Süle ausfallen wird, also bin auf jeden Fall gespannt, wird ein spannender Spieltag. Euch noch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.